Hallo, in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man mit Spanngurten die Ladung richtig sichern kann. Im Prinzip eigentlich, wie man so einen Spanngurt richtig benutzt. Ihr könnt das hier sehen, ich habe meine Ladung hiermit gesichert, handelt sich hierbei um Fliesen. Und ich zeige euch jetzt, wie dieser Spanngurt richtig funktioniert, weil wenn man das selten macht, weiß man immer nicht, wo man dann den Spanngurt einführen soll oder wie das mit der Ratsche überhaupt funktioniert. Von daher zeige ich euch das jetzt in dem Video. Wir kommen hier zur Ausgangslage. Wir haben hier einmal die Ratsche und den Gurt vom Spanngurt und diesen führen wir nun über den Rücken ein, das heißt nicht im Inneren des Spanngurts. Ihr könnt es so übrigens auch bewegen, da könnt ihr euch dann den Spanngurt richtig hinbewegen und führt über den Rücken dann das Band vom Spanngurt ein bzw. den Gurt, zieht diesen durch. Und zieht damit dann auch eure Ladung richtig fest. Wenn ihr das gemacht habt, braucht ihr nur noch den Spanngurt benutzen, die Ratsche. Und ihr könnt somit die Ladung dann sichern. Wenn ihr das festgezogen habt, drückt ihr den Spanngurt ein. Somit ist die Ladung gesichert. Um jetzt den Spanngurt wieder zu lösen, müsst ihr einfach diesen Hebel hier bewegen. Öffnet den Spanngurt. Und könnt dann, indem ihr beide Hebel, diesen Hebel betätigt, den Spanngurt wieder lösen und aufmachen. Dazu zieht ihr das Ganze einfach nach oben und könnt nun den Spanngurt wieder ganz einfach rausziehen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen oben da, abonniert mich und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.